Hallo, ich bin Pascal und ich begrüße euch zu der allerersten Ausgabe von Weitwinkel. Wir sind ein Wissensmagazin und wollen vor allen Dingen über politische, gesellschaftliche und ökologische Themen aufklären. Für die erste Sendung haben wir uns das Thema Musikstreaming ausgesucht und wir wollen euch mal ein bisschen darüber erzählen, was legal und was illegal am Stream ist, welche verschiedenen Musikstreaming-Dienste es überhaupt gibt und wie man sie nutzen kann. Und wir haben auch die Münsteraner gefragt, was sie vom Musikstream halten und das seht ihr jetzt im folgenden Beitrag. Also ich nutze Spotify. Ja. Deezer kenne ich, ist ein Streamingdienst. Spotify. Spotify und Soundcloud. iTunes, Spotify. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich muss sagen, das Gute ist halt, dass es, also jedes Lied ist abrufbar, egal ob es Arabisch ist, Deutsch, Englisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es praktisch ist. Ich habe Musik, aber lieber gerne analog vorliegen. Nein, mit Spotify, das ist besser, weil es gibt alles. Finde ich sehr, sehr praktisch, weil es einfach die Möglichkeit gibt, einzelne Lieder von einzelnen Künstlern hören zu können. Ich bin ein naiver CD-Käufer. Genau, ich kaufe noch Platten und CDs. Ja. Nur noch im Internet halt, aber so CDs oder so, wie das damals war, nicht. Nein. Nein. Nee, gar nicht. Lange nicht mehr, ne? Ich finde, die Künstler haben die Musik produziert. Egal wie reich die Künstler sind, und die haben es auch verdient, dass sie dafür honoriert werden. Es wird ja immer gesagt, dass die daran verdienen, ja, und dass es ehrliche Musik ist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass die Großen das sehr gut können, bei den Kleinen bin ich mir da nicht so sicher. Ich denke schon, dass sie viel verdienen, weil viele Leute auch wirklich Musik hören. Ne? Also ich bin mir sicher, dass die Künstler, die ich höre, da das meistens die populären Künstler sind, dennoch auf jeden Fall ihr Geld bekommen. Also die sehen auch nicht aus, als würden die am Hungertuch nagen. Man bezahlt ja wirklich nicht viel und ich glaube, dass dann eher Spotify selber das für sich behält. Ich glaube auch, dass sie mit YouTube-Klicks Geld verdienen. Also ich glaube, die können mit jeder Plattform Geld verdienen. Was zu kopieren oder zu streamen, finde ich auch nicht schlimm. Wenn man sich aber ganz dem Kaufen entzieht, dann weiß ich, dann würde ich das schon kritisieren. Weil, ja, einfach kostenlos. Ich mag alles kostenlos. Was die Münsteraner vom Streaming halten, wissen wir jetzt. Doch wie dieses Streaming überhaupt funktioniert, das weiß ich nicht, das wisst vielleicht auch ihr nicht. Doch mit der folgenden Animation wollen wir euch mal erklären, wie Streaming funktioniert und wie Streaming auch entstanden ist. Das ist Emily. Emily ist 13 Jahre alt. Als sogenannter Digital Native hat sie natürlich keine Ahnung und auch kein Interesse daran, was vor den Zeiten von Smartphone, Tablet und Highspeed-Internet gewesen ist. Geduld ist für sie also ein Fremdwort und ihre Lieblingsmusik kann sie übers Internet hören, egal wann, egal wo. Weswegen das hier natürlich gar nicht geht. Sag bloß, du hast gerade keine gute Verbindung, Emily. Nicht immer waren Internetverbindungen für Normalsterbliche überhaupt schnell genug, um genügend große Datenmengen für einen konstanten Musikstream zu übertragen. Der Normalfall war noch vor wenigen Jahren, sich Songs als MP3-Dateien legal oder meist auch illegal ganz herunterzuladen und dann von einem Datenträger aus anzuhören. Das war langsam und umständlich und fraß Unmengen Speicherplatz. Dieses Modell gibt es natürlich auch weiterhin, aber die Verbindungen sind schneller und Festplatten größer geworden. Und nach haben es legale, kostenpflichtige Anbieter von MP3s wie iTunes und Amazon geschafft, die illegale Konkurrenz an den Rand zu drängen. Aber daneben ist das Modell des Musikstreaming immer wichtiger und beliebter geworden. Den Anfang hat er das Internetradio gemacht. Seit Ende der 90er hat es zunächst das Angebot von normalen Radiosendern ergänzt und so die Empfangsreichweite auf die ganze Welt ausgedehnt. Seit einiger Zeit sind aber auch reine Internetradiosender am Start. Teilweise Spartensender, die im Rundfunk keine Chance hätten, aber im Internet ihre treue Zuhörerschaft finden. Technisch funktioniert das so, dass die Audiodaten entweder auf einer Webseite direkt oder über einen Streaming-Client, also ein Programm wie Winamp oder QuickTime, wiedergegeben werden. Damit verwandt sind Livestreams, die ebenfalls direkt über Webseiten gehört werden können und zum Beispiel Konzerte, Festivals oder auch Bundestagsdebatten übertragen. Daneben entstanden Anfang der 2000er die sogenannten Musikveröffentlichungsplattformen, wo Künstler ihre Musik hochladen und zum Hören anbieten können. Die Daten werden hier direkt vom Server abgespielt, aber oft wird Nutzern auch ein Download angeboten. Eine große Rolle hat hier MySpace gespielt. MySpace? Das ist so 2006! Viele Bands haben hierüber versucht, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen und manche haben es auf diese Weise tatsächlich zu einem Plattenvertrag geschafft. Aktuell sind hier die wichtigsten Beispiele SoundCloud und auch YouTube.
Derzeit besonders beliebt sind vor allem die Audio-on-Demand-Dienste, wie zum Beispiel Spotify. Aus einer Musikdatenbank eines privaten Anbieters können Nutzer hier Songs oder Playlists auswählen, die nach Peer-to-Peer-Schema temporär in spezielle Software heruntergeladen werden. Damit verbunden sind in der Regel aber auch häufige Werbeunterbrechungen. Musik-Abo-Dienste sind die kostenpflichtige Variante von Audio on Demand. Hier legt der Nutzer ein Konto an und spart sich durch ein bezahltes Abo die Werbeeinblendungen. Zugang zum Internet ist für all diese Angebote aber natürlich Voraussetzung. Und wenn man gerade eine schlechte Verbindung hat, wird es oft schwierig. Apropos, Emily, ist dein Song inzwischen geladen? Sehr gut, dann kann's ja wieder losgehen. Boah, echt tapfer, wie du diese Leidenszeit überstanden hast. Jetzt habe ich einen Gast hier bei mir im Studio, Jan aus unserer Redaktion. Hallo Pascal. Hi. Und Jan erzählt uns ein bisschen darüber, wie Streamingdienste funktionieren. Du hast mehrere getestet. Welche waren das denn? Ja, ich habe insgesamt 3 getestet. Deezer, Spotify und Radio. Welcher von den Streamingdiensten hat dir denn am besten gefallen? Oder wie ist das Angebot bei denen überhaupt? Also mein persönlicher Favorit ist Spotify, weil einfach alles gepasst hat. Also von der Handhabung, zum Beispiel der Handy-App oder der Smartphone-App, hat einfach alles am besten gepasst. Was das Angebot angeht, haben alle Dienste über 20 Millionen Songs, dieser sogar über 30 Millionen. Und was war besser als bei anderen Streaming-Diensten? Was war vielleicht besser bei Spotify als bei dieser? Oder hat Radio vielleicht irgendwelche Funktionen, die es bei den anderen noch nicht gab? Ja, also eigentlich fand ich, was die App zum Beispiel angeht, Spotify am besten. Und auch das ganze Konzept, man kann von verschiedenen Nutzern auch die Playlisten anhören, sofern die freigegeben sind. Man kann ganz viele eigene erstellen. Ich muss sagen, bei dieser hat mich sehr der Flow überzeugt. Und zwar kann man angeben, welche Künstler man gerne hört. Und dann werden einem Lieder vorgeschlagen und man kann diese Lieder positiv oder negativ bewerten. Bei Radio muss ich leider sagen, dass die App mich nicht besonders überzeugt hat. Das wirkte alles etwas langsam. Es hat bei denen länger gedauert als bei den anderen. Du kannst ja mal unser Tablet eigentlich rausholen. Ja, genau. Ich habe was vorbereitet. Zum Beispiel von der, wir haben was vorbereitet. Du kannst ja mal von dem Flow reden. Ja, also hier kannst du kann man den Flow sehen. Wenn man auf Flow starten geht, dann werden einem Lieder vorgeschlagen aufgrund seines Interesses. Und zum Beispiel das nächste Lied, das gefällt mir gut, und dann wird das zu meinem Lieblingstitel hinzugefügt. Okay, vielleicht kannst du auch mal Radio einfach zeigen. Ja, also das ist das Design. Hier gibt es auch viele Neuheiten, neue Lieder und neue Alben und so weiter. Man kann auch zum Beispiel bei Trends nachgucken. Wie sieht das denn preislich aus bei den allen? Ist das Abonnement gleich teuer? Also, oder? Das Grundabo ist kostenlos, allerdings um die Werbung zu umgehen, um eine bessere Klangqualität zu bekommen, muss man bei allen 3 Diensten bis zu 10 Euro bezahlen im Monat. Vielleicht als abschließendes Fazit von dir, welche App würdest du weiterempfehlen? Ich würde definitiv die Spotify-App weiterempfehlen, das ist auch alles kostenlos. Allerdings wird die Wiedergabe von Musik immer wieder von Werbung unterbrochen, das ist bei allen 3 so. Und in Kombination mit Spotify würde ich auch Deezer empfehlen, denn da kann man wirklich am besten neue Lieder kennenlernen, die auf dem eigenen Musikinteresse bestehen. Ja, hört sich doch eigentlich gut an, ne? Danke dafür, dass du dann für uns mal die Streamingdienste getestet hast. Wie ihr jetzt ja viel über legale Streamingdienste gehört habt, kommt jetzt im anschließenden Beitrag mal auch darüber, was überhaupt legal und was illegal ist beim Stream und ja auch beim Downloaden von Sachen. Viele von euch haben sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, ob die Art, wie ihr euch im Netz bewegt, eigentlich noch legal ist. Wir räumen heute mal mit einigen Irrtümern auf, damit ihr wisst, wann ihr ruhig schlafen könnt und wann ihr ein bisschen zittern dürft. YouTube kennt wahrscheinlich jeder und tatsächlich ist hier nicht nur das Schauen, sondern auch der Download legal. Von Seiten, die nicht offensichtlich illegal sind, darf also gedownloadet werden. Und seid ihr nicht auf der Seite eingeloggt, habt ihr auch keinen AGB zugestimmt, die den Download verbieten. Anders ist es mit offensichtlich illegalen Seiten. Hier ist Vorsicht geboten. Der Download ist hier illegal.
Weitergeben dürft ihr die gedownloadete oder auch die gekaufte Musik ebenfalls. Allerdings nur an einen engen Freundeskreis und ohne kommerziellen Nutzen. Wenn ihr die Musik weiterverkauft oder ins Internet hochladet, ist das eindeutig illegal. Auf Seiten wie Netflix, für die ihr zahlt, oder in offenen Mediatheken ist das Streamen ganz klar legal. Über offensichtlich illegale Seiten wie Kinox.de wird unter Juristen gestritten. Bei Streaming wird nämlich nicht der ganze Film gedownloadet, es werden nur kleine Teile im Arbeitsspeicher zwischengespeichert. Ob das einem Download gleichkommt, ist gesetzlich nicht geklärt. Somit bleibt das Streaming auf illegalen Seiten eine Grauzone. So, aber was tun, wenn eine Abmahnung ins Haus flattert? Erstmal ruhig bleiben, die geforderte Unterlassungserklärung nicht einfach unterschreiben, sondern holt euch erstmal Rechtsbeistand. Wird euch illegales Streaming vorgeworfen, macht euch nicht zu viele Sorgen. Es gab zwar schon viele Abmahnungen in dem Bereich, aber bis jetzt wurde noch keine davon für rechtens erklärt. Achtung, wenn die Abmahnung per Mail kommt. Das sind wahrscheinlich keine echten Kanzleien, aber informiert euch besser trotzdem gründlich. Streamen oder nicht streamen? Das ist hier die Frage. Beziehungsweise solltet ihr jetzt nach dem letzten Beitrag keine Fragen mehr haben, was legal und was illegal am Streamen ist. Doch kann ich als Künstler, als Musiker vom Stream überhaupt leben? Das nächste Interview zeigt es euch. Jo, hallo, ich bin Jakob. Ich bin heute hier in Steinfurt-Borghorst in einem Proberaum zusammen mit ein paar netten Typen. Und ja, die bilden die Gruppe Mond und ich würde vorschlagen, sie stellen sich einmal kurz selber vor. Ja, ich bin Lukas und ich spiele Keyboard. Ich bin Tim und spiele die Drum Machine. Ich bin Niklas und spiele Bass und versuche heute weitestgehend die Interessen unserer Sängerin auch zu repräsentieren, die heute leider nicht hier sein kann. Mit anderen Worten, eigentlich sind es 4 Leute, heute nur 3, aber ich glaube, ihr genügt mir jetzt gerade. Okay, thanks. Ja, das Thema soll ja mit euch hier auch Musikstreaming sein. Ihr streamt selber eure Musik ja auch, stellt sie im Internet zur Verfügung. Wie macht ihr das denn? Wir nutzen hauptsächlich Soundcloud und laden da unsere Musik hoch. Wir haben auch YouTube, aber sind da nicht so aktiv eigentlich. Also hauptsächlich Soundcloud, ja. Was versprecht ihr euch denn davon? Weil verdienen könnt ihr daran dann ja nicht, ne? Also wir versprechen uns davon, jetzt erstmal in unserem Stadium ein bisschen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Und es ist halt cool, wenn andere Leute die Musik kostenlos halt hören können, weil dann auch viel mehr Leute das halt wahrscheinlich hören, als wenn wir dafür von Anfang an Geld nehmen würden. Also wir haben auch nicht Klicks nur aus Steinfurt und Münster, sondern die kommen halt schon von überall so rein. Und das ist halt auch das Coole an Soundcloud. Ist es dann praktisch jetzt also eine Kombination daraus, dass euer Name über Mundpropaganda vielleicht schon so ein bisschen Bekanntheit bekommt und die Leute deswegen dann Soundcloud anklicken, oder funktioniert das dann eher andersrum? Ja, hauptsächlich erstmal über Konzerte, die wir spielen und dann unsere Soundcloud-Seite nennen, damit sich die Leute da die Musik anhören können. Wir haben aber auch einfach so Leute, die uns so auf Soundcloud entdeckt haben irgendwie und sich das einfach so anhören. Thank you.
würdet ihr denn jetzt ausschließen, wenn ihr einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht habt, das dann weiterhin so kostenlos zu machen? Oder habt ihr gar nicht vor, so ein Level der Bekanntheit zu erreichen? Wie ist das? Ja, das Ding ist halt, wir haben ja noch kein Label. Und wenn wir ein Label haben, dann können wir natürlich nicht einfach machen mit den Sachen, was wir wollen und das halt kostenlos zur Verfügung stellen. Und wollt ihr das dann vielleicht langfristig auch für euch, dass ihr dann bei Spotify oder ähnlichen Diensten dann eher zu hören seid? Ja, Spotify ist natürlich schön. Das ist so das Bekannteste, was es so gibt. Und wenn man da zu hören ist, ist natürlich nicht schlecht, weil dann können Leute da für wenig Geld, also für relativ wenig Geld, den ganzen Tag alles hören und das verbreiten. Und ist ein bisschen etablierter als SoundCloud. Ne? Mhm. Wie sieht das denn so aus? Habt ihr einen gewissen Überblick, wie viele Leute so auf eure Musik zugreifen? Oder wie funktioniert das bei SoundCloud? Ja, also wir können da die Statistiken genau einsehen, wer von wo, wann, was gehört hat und die Anzahl. Und dann gibt es halt extra so Statistiken, an welchem Tag welches Lied am meisten gehört wurde und sowas. Und ja, das ist halt ganz schön, so auch eine Einsicht zu haben und zu sehen, wie es immer wächst. Und wie hoch sind dann die Zahlen so? Ich glaube, unser meistgehörtes hat 1.300, 1.400 Klicks. Würdet ihr denn prinzipiell diese Vorgehensweise anderen Bands auch empfehlen, so nach den Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt? Ja, also ich denke schon, dass es empfehlenswert ist, sich da anzubieten, weil so erlangt man halt schon ein bisschen Bekanntheitsgrad und bevor man überhaupt die CD verkauft, ist es halt sinnvoll, dass man überhaupt einen kleinen Namen hat, weil sonst wird die CD wahrscheinlich einfach nicht ins Blaue hineingekauft. Wie schafft ihr es dann jetzt zu Konzertauftritten? Ihr habt zum Beispiel neulich in Münster im Rahmen der Reihe gespielt, die wollen nur spielen. Wie funktioniert sowas dann? Also woher kennen auch die Veranstalter euch? Ja, das jetzt speziell ist darüber gekommen, dass wir im Münster Bandnetz angemeldet sind. Da suchen sich halt Veranstalter öfters mal Bands raus und Fragen an für Konzerte und daher kam das Konzert jetzt. Ja, ich denke, das hat uns erstmal einen ganz guten Eindruck davon verschafft, wie man streamen kann, wie man unter Umständen dadurch auch bekannter werden kann, was es für Chancen gibt. Danke euch. Ja, danke. Nein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dadurch, dass ich diese Sendung jetzt moderiert habe, weiß ich endlich, was Streaming ist und wie Streaming funktioniert. Für die NRVision Mediathek-Zuschauer, dieser Stream ist jetzt leider hier zu Ende. Das war's mit der ersten Sendung von Weitwinkel. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen und natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.